Heute drei häufige Fehler beim Fasten, Intervallfasten, Basenfasten, nennen Sie es, wie Sie es möchten. Fehler Nummer eins: Die meisten Menschen machen keine Körperstrukturanalyse, bevor sie starten. Was bedeutet das? Ich muss doch erst wissen, wie viel Fett und Muskeln habe ich im Körper, damit ich später sehe, was ist passiert, weil die Zahl auf der Waage, die interessiert mich überhaupt nicht, weil ich kann ja viel Wasser und Muskeln verlieren und das möchte ich nicht. Das ist wertvolles Material für den Körper. Das ist Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei ist, Sie wählen die falschen Lebensmittel in der Fastenphase, wo Sie essen dürfen. Ich meine, ich kann 16 Stunden nichts essen und in 8 Stunden mir so viel Kalorien reinhauen, schlechte Kalorien reinhauen, und dann ist das Ganze auch nicht gesund, ja? Weil es soll ja auch noch gesund sein. Das heißt ja nur nicht, weil ich 16 Stunden Pause mache, dass es gesund ist, wenn ich mir in 8 Stunden danach ein Big Mac, eine Pizza und drei Latte Macchiato reinziehe. Also Fehler Nummer zwei, Sie wählen die falschen Lebensmittel. Also achten Sie, dass Sie gesunde Lebensmittel wählen. Was ist ein Lebensmittel? Alles, was keine Zutatenliste hat, ist ein Lebensmittel. So einfach ist das. Und Fehler Nummer drei ist, was ist denn nach dem Fasten? Zurück zum Alltag? Also wenn Sie übergewichtig waren und deswegen fasten möchten oder ein bisschen pummelig und deswegen fasten und danach machen Sie wieder so weiter, wie Sie vorher ja, gegessen haben. Ja, dann kommt der Jojo, dann werden Sie wieder dicker, ja, und unzufriedener. Kann ich Ihnen jetzt so nicht empfehlen. Also mein Tipp für Sie ist, erstmal machen Sie eine Strukturanalyse, wie sieht der Körper aus. Sie können es auf so einer Fitnesswaage machen oder eine Bioimpedanzanalyse, elektrische, also ein medizinisches Messverfahren oder mit Kaliper, also professionell messen. Dann zweitens, machen Sie sich einen Plan, was konsumieren Sie in der Fastenzeit. Das ist ja auch wichtig. Und drittens, ja, machen Sie sich Gedanken, was ist denn danach? Also, wenn Sie die drei Regeln nicht beherrschen oder anwenden, ist es totaler Quatsch. Dann suchen Sie sich lieber einen Experten, der irgendwas macht, was zu Ihnen passt, zum Alltag passt und Sie als Wegbegleiter zu Ihrem Ziel führt. Und die Frage ist auch, warum faste ich überhaupt? Also, wenn ich es nur wegen der Optik mache, wegen dem Gewicht oder weil das Jahr gerade begonnen hat oder weil ich in 6 Wochen hübsch sein will im Bikini, dann ist es der falsche Ansatz. Ja, da gibt es andere Wege, das professioneller und gesund durchzuziehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Tipps geben. Also machen Sie sich Gedanken, machen Sie die Messungen. Wichtig ist auch beim Fasten, Hirn anmachen. Planung ist alles. Und viel Erfolg bei allem, was Sie machen. Ihr Thomas Loch.